Aha, schaut euch an, die Puppe ist weg. Ja, und hallo zum Tag 15 und der Hälfte des Spieles von Pineview Drive. Wir haben es geschafft, die Hälfte durchzuspielen. Und ich habe auch hier von Tag 1 bis Tag 15 jetzt durchgespielt, ohne Pause. ich werde aber nach Tag 15 Feierabend machen, weil ihr seht es an meinem... an meinem Bild hier von meinem von meiner Kamera. Es wird draußen, ja, also das Licht, was ich habe, reicht nicht aus. Es fängt hier an zu flackern mit dem Greenscreen. Und deswegen werde ich hier, ja, nach Tag 15 eine, für mich eine Pause machen. Für euch geht es ja sowieso jeden Tag weiter. Aber das Gute ist einfach, wir haben es geschafft, bis Tag 15 durchzuhalten. So, er hatte ja in seiner letzten Nachricht gesagt, dass wir hier... dass wir wahrscheinlich zum Friedhof kommen werden. So, hier sind noch lauter verschlossene Türen. Können wir hier vielleicht noch eine Kerze anmachen? Weil überall... Na komm, zünd sie an. Überall da, wo verschlossene Türen sind, ist ein Licht ganz gut. So. Zumal, dass ich dann auch weiß, dass ich dahin muss. Ansonsten habe ich jetzt noch keine Ahnung, wo wir den Schlüssel zum Friedhof finden werden. Das war der Durchgangsraum. Das war die Küche. So, die nehmen wir mit. So, das war, glaube ich, der Raum, wo wir jetzt... Ich weiß es schon gar nicht mehr. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich eine kleine Aufnahmepause mache bis morgen, bis das Licht wieder besser ist. So, hier war nichts weiter. Hier war dieser Uhrenraum. Okay, aber hier kommen wir sonst soweit nicht weiter. Wir müssen jetzt abwarten, entweder bis wir einen Hinweis bekommen oder bis irgendetwas passiert hier. Das war der Fernsehraum. Aha. Schaut euch an. Die Puppe ist weg. Ob das der Schlüssel zum Friedhof ist? Wollen wir einmal gucken. Die Frage ist, wollen wir draußen lang gehen? Warte mal, da müssen wir ja hier. Ich gehe im Dunkeln. Ach, ist eigentlich egal. Die Taschenlampe ist eh gleich. Die Batterie ist eh gleich durch. Weil der Hinweis auf dem Zettel, die sind ja mit Sicherheit nicht umsonst. Nur aufpassen, dass die Vogelscheuche nicht gleich von hinten ankommt, weil ich denke mal, die steht auch nicht umsonst hier. Okay, es war nicht der Schlüssel zum Friedhof. Dann müssen wir den noch woanders irgendwo finden. Dann gehen wir hier oben nochmal lang. Wir hatten ja hier noch eine ganze Menge Türen.
Diese hier zum Beispiel. Die uns aber noch verschlossen bleibt. Die auch. Das war der Raum mit den Fotos. Und hier blinken mir schon wieder diese Streichhölzer an. Das war die Küche. Hier in dem Raum raschelt irgendwas. Gut, dann gehen wir hier unten nochmal lang. Hier kommen wir irgendwo lang. Oh Mann. Hier war auch noch eine verschlossene Tür. Ja, aber die kriegen wir auch noch nicht auf. Warum pst du mich dort an, wenn hier die Tür aufgeht? Ein Schlüssel. Und Schritte. Sind wir denn hier? Waren wir hier schon? Irgendwas bewegt sich hier im Haus. Ja, ja, ich höre es. Ich höre Schritte. Aber hier waren wir, glaube ich, noch nicht in diesem Teil von dem Haus, ne? Sind wir denn hier? Also, so wie es aussieht, haben wir hier einen neuen... Aha, okay. Wir sind jetzt hier in diesem Uhrenzimmer. Die Tür vom Uhrenzimmer. Aber wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir jetzt hin? Also den Schlüssel haben wir hier gerade aufgebraucht, um diese Tür hier aufzuschließen. Dann kommen wir hier zu diesem Uhrenzimmer, wo aber noch abgeschlossen ist. Hier kommen wir noch nicht rein. Hier liegt nichts. Die Treppe hier hoch. Oder sind wir von hier vorhin runtergekommen? Ich habe keinen Plan mehr. Ich habe überhaupt gar keine Orientierung mehr hier. Wer quietscht hier? Ach, da liegt ein Zettel. Okay. Gut, also für mich ist das jetzt der letzte Zettel, den ich jetzt erstmal lesen werde. Die restlichen 15 Tage, will ich doch hoffen, spiele ich dann morgen weiter, wenn das Licht wieder besser ist für die Aufnahme. Ja, aber für euch macht das ja keinen Unterschied. Linda dachte, sie hätte gestern Nacht seltsame Lichter von draußen gesehen. Ich glaube, es war nur der Leuchtturm von der Küste. Hat dir dieses Video gefallen? Dann unterstütze doch mich und meinen Kanal und hinterlasse ein Abo und drück auf die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen.